Hallo zusammen. Hallo! Wir sind wieder zurück in Deutschland. Nach einer sehr langen Reise. Das ist 7 Wochen. Das ist für uns die längste Urlaubsreise. Das erste Mal in Frankreich Und in mit dem Gustl. Spanien. Und das erste Mal in Spanien mit Gustl. Nach Portugal sind wir nicht mehr gekommen. Und die Eindrücke von der Reise und was da alles so gewesen ist, das sagen wir euch nach dem Intro. Also im Januar in den Süden fahren, das hat schon was, oder? Oh, auf jeden Fall angenehme Temperaturen. Wir waren 5.680 Kilometer unterwegs, Ein ganz schönes Stück, ja. sind also nicht auf dem direkten Weg gefahren. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, und der Bordcomputer zeichnet es ja auf. Wir haben im Durchschnitt 10,5 Liter pro 100 Kilometer verbraucht. Oh ja, das ist ja eigentlich ganz gut, oder? Sehr gut ist es, ja. Wobei ich die wenigste Zeit 100 Stundenkilometer gefahren bin. In Spanien fährt man ja weniger. Aber es ist ein sehr guter Wert, weil wir ja sind ja auch viele Pässe und Berge gefahren. Und da hat er natürlich schon ordentlich gefressen. Also 10,5 Liter, 5.680 Kilometer. Und wir sind wieder heil und unfallfrei zurückgekommen. Was ganz wichtig ist natürlich. Ja. Und was das Tollste an allem ist, wir haben keinen Cent Maut bezahlt. Ja, das wollten wir ja schon vor 2 Jahren mal machen, aber dann hat uns halt einfach die Pandemie etwas ausgebremst. Das haben wir jetzt nachgeholt Ja. und sind mautfrei durch Frankreich und durch Spanien. Und zurück. Und man muss eins sagen, wir sind auf unterschiedliche Strecken hin und zurück gefahren. Und wir sind die mautfreien Strecken, also das ist ganz einfach beim Navi einzugeben. Wenn man da Nebenstraßen fahren will, dann ist es ein bisschen schwieriger. Deswegen werden wir uns auch Straßenkarten in Zukunft zulegen. Wir haben nämlich nur die ADAC, die ganz grobe Ja, Straßenkarte. und ein ganz großer Straßenatlas von ganz Europa. Und da sind so diese Nebenstraßen weniger drin. Also wir sind einfach mal oft einfach nur gefahren. Ja, und dann haben wir geschaut, wo wir rauskommen, und dann haben wir uns wieder neu orientiert. Wenn wir dann Strecke gemacht haben, dann habe ich einfach mautfrei in die Navi eingegeben und teilweise Autobahn vermeiden oder Autobahn nicht vermeiden. Und die Navi hat uns da eigentlich schon ganz zuverlässig geführt. Es gab zwei richtig zähe Punkte, wo wir Strecke machen wollten. Das war nämlich bei Toulouse. Vor Toulouse, da ist es 100, 150 Kilometer sehr, sehr zäh gelaufen. Und da haben wir auch aufpassen müssen, dass wir da nicht aus Versehen auf der Mautstraße draufkommen. Ja. Aber sonst teilweise vierspurige Verbindungsstraßen, Schnellstraßen, ja. Also das war, würden wir sofort wieder machen, oder? Auf jeden Fall, da gab es manchmal gar keinen Unterschied zu unserer deutschen Ja. Autobahn, also Und von dann, daher. und insoweit ist es auch noch glücklich gewesen, weil dann die Benzinpreise stur nach oben gegangen sind durch diese Krise da, ja, die uns natürlich da unten auch voll erwischt hat. Und also die Mautkosten haben uns auf jeden Fall gespart. Also man kommt ohne Maut gut von Deutschland bis zum südlichsten Punkt in Spanien und wieder zurück. Und viele Strecken sind wir trotzdem mit Autobahn gefahren oder mit Schnellstraßen, kein Problem. Zu unserer Fahrzeuggröße. Ihr wisst ja, wir haben uns auch schon mal Morello angeschaut, weil ich habe da schon ein bisschen geliebäugelt, aber ich komme da nicht mehr so ganz liebäugeln zurück aus Spanien. Denn ich muss sagen, also umso größer das Fahrzeug ist, umso weniger Abenteuer bringt es schon mit sich. Wir haben ja, wenn ihr unsere Videos anschaut, schon ein paar kritische Stellen gehabt. Und vieles wäre beschwerlicher oder gar nicht möglich gewesen mit einem höheren oder auch breiteren Wohnmobil. Ja, Ja, und an, länger, höher, breiter. ja, Also da hätte man schon Probleme gehabt an manche Stelle, ja. wir waren auch auf Campingplätzen gestanden, wo dann unserer sogar schon vorne etwas rausgeragt hat. Also der ist 7,50 Meter, der Gustl. Und er hat vorne schon ein bisschen rausgeschaut. Also mit 8 Meter wäre ich schon gar nicht mehr gewesen, weil dann hätte man die Straße blockiert. Also ich sag mal, für ein Reisemobil sind 7,50 Meter schon eine gut tragbare Weite. Etwas weiter, da kriegt man dann schon unter Umständen Einschränkungen Könnt mit. ihr euch erinnern, das habe ich von Anfang an gesagt, so wie wir reisen möchten, ist unser Gustl
groß genug. Fast schon ein bisschen zu groß, aber nur fast. Nein, so groß ist es nicht. Nein, also er ist für uns optimal. Ja, also wir sind viel auf Campingplätzen gestanden. Wir sind auf Stellplätzen, auf offiziellen Stellplätzen gestanden. Und wir sind auch ein Drittel ungefähr, kann man sagen, ganz frei gestanden. Ja. Vor allem auf der Rückfahrt, ja. Auch in Südfrankreich übrigens. Und da wollen wir aber ein extra Video dazu machen, weil da würde uns dann auch eure Meinung dazu interessieren. Da tun wir ein paar Szenen dazu einspielen und das machen wir extra in einem separaten Video. Ja? Ja. Freistehen im Wohnmobil, vor allen Dingen auch in Südfrankreich. Belegte Plätze gab es auch. Oh ja, sehr viele. Wir sind gewarnt worden, dass alles voll ist, weil Marokko geschlossen ist. Ja. Und es stimmt, es sind Campingplätze teilweise sehr ausgebucht gewesen, vor allem bei Malaga und bei Marbella. Bei Marbella hätten wir dann einen Platz bekommen für ein paar Tage. Das war genau der, den man nie genommen hätte, nämlich direkt an der Schnellstraße. Da hätte genau direkt an die Straße hinstellen können. Nee. Die Problematik, also es gab auch gerade bei Malaga immer wieder Freistehplätze, aber die waren teilweise so zugemüllt, dass es uns keinen Spaß gemacht absolut hat. Absolut nicht. Nee, nee, nee. Und im Müll möchte ich wirklich nicht sitzen. Ja, und dann gab es auch Plätze, wo es eine Grauzone gewesen ist. Da haben wir ja auch in einem Video von Motril haben wir das alles thematisiert. Mhm. Und das haben wir zwar auch gemacht, dass wir da mal gestanden sind. Nur einmal. Ja. Nur einmal. Also ihr braucht jetzt nicht gleich Kommentare schicken, dass das nicht richtig ist. Es war nur einmal. Ja, aber das über mehrere Tage und es war nicht eine Grauzone, sondern das war eine Verbotszone, ganz klar. aber es ist kein Strafzettel gekommen. Also insoweit ist das... Die Polizei ist sehr tolerant, aber die Frage ist einfach, was macht man? Wir sind dann im Zweifelsfall auf einen Campingplatz gefahren, zumal ich auch ganz gerne Campingplätze anfahre, denn wir haben ja nur die eine Kassette und die muss ja immer wieder geleert werden. Das ist einfach am Campingplatz oder am Stellplatz null Problem. Wir haben zwar eine Ersatzkassette dabei, aber die haben wir nie benutzt. Ja, also wir haben immer nur unsere einzelne Kassette benutzt. Außerdem muss man ab und an mal auf dem Campingplatz, man muss ja auch mal Wäsche waschen. Ja gut, aber die Wäschewaschen, das haben wir ja so auch häufig dann machen müssen. Aber gut, natürlich. Wir waren über 7 Wochen weg, also ja. Da muss man schon ab und an mal eine Waschmaschine sehen. Die Campingplatzkosten waren auch sehr moderat, also im Schnitt kann man sagen 22 Euro haben die Plätze gekostet. Ja, aber bei vielen war es in der Nebensaison. Also Plätze reservieren oder Plätze vorausgebucht haben wir keinen einzigen. Nein. Und das ist auch nicht unser Ding, wenn wir mit dem Womo fahren wollen. Wir wollen einfach flexibel und spontan sein. Ja, also dafür haben wir ein Wohnmobil. Mhm. Und ich meine, im Notfall stellen wir uns irgendwo in die Landschaft rein, wie wir es ja auch öfters getan haben. Das ist eigentlich nirgends ein Problem. Nein. Also in Kroatien habe ich es gehört, aber jetzt in Spanien und Frankreich ist es auf jeden Fall kein Problem. Ja, da wo wir jetzt waren. In anderen Ländern sieht es vielleicht wieder anders aus. Ja. Ja. Das wollen wir eigentlich auch nicht, dass wir was planen müssen und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo zu sein. Wenn dann alles voll ist, dann fahren wir halt weiter und suchen unsere Alternative aus. Eben, man soll halt nicht, muss halt einfach nicht stur auf einen bestimmten Platz wollen, Campingplatz, Stellplatz, dass man sagt, ich will jetzt da stehen. Man muss einfach flexibel sein und dann geht es auch. Also es war kein Problem, irgendwo was zu finden. Ja, wenn man was genau im Kopf hat, einen genauen Stellplatz oder einen genauen Campingplatz, empfiehlt es sich unter Umständen schon zu buchen. Vor allen Dingen dann, wenn jetzt dann mehr werden. Also die waren auch teilweise voll jetzt im Januar, ja. Mhm. Aber das ist nicht unser Ding, dann fahren wir lieber weiter. Irgendwo so gebunden zu sein, das wollen wir nicht. Nein, und wir waren ja auch in der Alhambra. Mhm. Und da hieß es schon im Vorfeld, da kommt ihr überhaupt nie hin, ihr kriegt keinen Platz und die Alhambra muss man sowieso buchen und alles. Und keine Eintrittskarte. Keine Eintrittskarte gibt's und nichts. Und wir sind halt dann der Meinung oder der Ansicht, wir fahren hin, wenn wir keine Eintrittskarte bekommen, weil alles voll ist oder so. Ja, mein Gott, dann kann ich es mir halt nicht anschauen, dann fahren wir halt weiter. Oder ich schaue mir es dann irgendwann anders mal an. Aber ich muss das dann nicht unbedingt haben. Und so planen wir auch unsere Reisen. Ja. Denn wenn wir jetzt das geplant hätten,
Punkt, genau, dann und dann und dann müssen wir an die und den Orten sein. Das wäre für uns doch Stress Das gewesen, oder? nimmt uns die Freiheit, die wir Eben, eigentlich genau. genießen, Dann, ja. wie gesagt, wir sind an manchen Stellen länger geblieben, als wir gedacht haben, weil es uns einfach gefallen hat. Ja. Die Campingplätze haben 22 Euro in der Regel gekostet, aber das ist natürlich Nebensaison, denn wir waren ja im Januar, Februar unterwegs. In der Hauptsaison sind die Plätze alle teurer, inklusive auch den Platz in Scipione, von dem wir jetzt noch kein Video veröffentlicht haben, aber den wir natürlich auch noch zeigen. Also die Campingplatzkosten, die halten sich absolut im Rahmen Januar, Februar Ja. und sind dann natürlich im Sommer wesentlich teurer, wobei ich sage, im Sommer möchte man eigentlich gar nicht Das runterfahren, wäre mir oder? viel, nein, das ist ja viel zu heiß. Ja, Also für ja. mich wäre das da viel zu heiß. Ja, und eins der teuersten Punkte waren natürlich die Dieselkosten, weil die sind schnurstracks in die Höhe geschossen. Wie wir nach Spanien rein sind, da war es sehr angenehm. 1,1,30 Euro hat der Liter Diesel gekostet. Und am Schluss, wie wir rausgefahren sind, haben wir 1,85 bezahlt in Frankreich. Ja, aber das waren halt die letzten Tage, wo ja jetzt sowieso mit dem ganzen Ukraine-Dilemma, Schlamassel, alles teurer wird. Ja, und kommen in Deutschland an, dann ist der Diesel bei über 2 Euro gewesen, ja. Ja. Ja, also, aber das ist halt der Preis, den man da bezahlt. Das Aber das ist ein anderes Thema, da gehen ist wir ja euch jetzt gar bekannt, nicht ja. drauf ein. Ja. Zum Müll haben wir ja schon was gesagt. Überall liegt Müll rum. In den Städten ist es relativ sauber in Spanien. Eigentlich nur war der Müll in Südspanien, so um Almeria rum. Ja, aber außerhalb der Da Städte war, nördlich war es schon auch ganz ja, da schlimm. war ganz krass, aber je weiter wir nördlicher gekommen sind, desto weniger, habe ich dir Ja. ja sogar gesagt. Da habe ich gesagt, guck mal, hier sieht es sogar säuberer aus als bei uns. Also das muss ich schon sagen. Ja, und in der Städte war alles picobello Ja, sauber. an den Rastplätzen ist man teilweise hingekommen, da waren Mülleimer rumgestanden und um die Mülleimer herum waren die Bierdosen und die Plastikflaschen verteilt. Also nicht schön. Also Nein, natürlich es ist bei nicht. uns auch nicht alles müllfrei, aber Nee, das ist schon krass ich gewesen, glaube, bei ja. uns ist das ja auch, wie oft sagen wir, da kommt man Ja. irgendwo hin und da liegt der Müll Ja. rum. Also es ist anscheinend ist das ein ganz großes Problem überall. Ja, dann auch zu Wasser möchte ich sagen. Das Wasser ist gechlort, was natürlich den Vorteil hat, dass man da keinen Zusatz beim Abwassertank rein muss. Der riecht nämlich gar nicht, auch wenn es länger abgestanden ist. Aber wenn ich in der Dusche gestanden bin, habe ich mir manchmal gedacht, ich bin im Bad Im gewesen und im Schwimmbad. Schwimmbad, weil das Wasser genauso oder der ganze Geruch ebenfalls nach Chlor gerochen hat. Aber ist ja nicht ungefährlich. Wir Nee. trinken ja keinen Kaffee mit dem Nein, Wasser. nein. Wir kaufen ja das normale Normale Mineralwasser, Trinkwasser, ja, ja, in in Flaschen Plastikflaschen, halt, ja. ja. Und zum Zähneputzen, das geht dann schon, dass man das Ja, nehmen kann. Also klar. so dramatisch ist das nicht. Nein. Lebensmittel überhaupt ist eine ganze Sache für sich, das haben wir ja mal thematisiert. Den Trollinger, der uns fehlt, also der Wein, der Heilbronner Wein oder der Württemberger Wein, ja. Und da haben wir uns ganz gute Alternativen geschaffen. Wir haben nämlich einen guten Ja, wir haben Rioja einen Traube. Spanier und Franzose Wein, die schmecken genauso gut. Ja, Aber haben wir uns gut das dran gewöhnt, ja. über Essen zu unterhalten mit dem Helle, lass das einfach sein, das bringt nichts. Ja, wobei wir uns in einem Punkt einig waren, also dass die Orangen einmalig waren. Oh, die waren ja so lecker. Ja, und das ist so schade, die kriegen wir hier nirgends zu kaufen. Also so viel Orange, die ich jetzt aber auch in Spanien gegessen habe, habe ich schon so lange nicht mehr gegessen. Die Ursia, der in Sevilla nur zwei so richtige Tragenetze Orangen mitgenommen. Und an denen essen wir heute noch. Und die sind immer noch sehr saftig und sehr lecker. Also, So süß, so saftig, so tolle Orangen. Ich ja. komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr Schon allein raus. für die Orangen lohnt es sich, da runter zu fahren. Ja. Ja, und das Klima war sehr angenehm. Es war teilweise was ziemlich windig. Aber Ja. nicht zu schlimm. Also Nö. unangenehm windig war es eigentlich nur an wenigen Tagen. Geregnet hat es nur zwischendurch ab und zu mal, So ein aber paar auch ganz Tröpfle und wenig. mal nachts dann, ja. Ja, oder dass man Aber. nachmittags mal ins Wohnmobil rein musste, weil es windig und regnerisch war. Aber im Großen und Ganzen konnten wir uns mit T-Shirt außen bewegen. Oder wenn wir mit dem Fahrrad gefahren sind, haben wir natürlich Jacke übergezogen. Aber es war sehr mildes und sehr schönes Klima. Nachts wird es noch mal, ist schon noch ziemlich kühl, Ja. kalt, kann man schon sagen. Nachts und aber am Tag war es wirklich angenehm. Ja.
Also es war eine tolle Reise, oder? Ja, vollkommen entspannt. War Highlights schön. haben wir gehabt für uns. Also für mich das große Highlight, das war Gibraltar. Fish and Chips, ja, und die Briten, diese symbolischen Briten, ja. Also die Höflichkeit der Briten, die hast du da richtig gemerkt, wie entspannt die auch waren. Und also es war ein ganz tolles Erlebnis, aber auch Tarifa und Ja, überhaupt, wo wir hinkommen, ja. sind wir, also wir können uns überhaupt nicht beklagen. Nein. Es ist uns überhaupt nichts Ärgerliches oder Schlimmes oder Sonstiges Nein, passiert. Nichts. nein, es Also war war. alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, und ich denke auch, dass das alles etwas entspannter ist, durch das, dass es Nebensaison ist. Wenn natürlich dann alles voll ist und dann auch die Leute ein bisschen gestresst sind, dann mag auch sicherlich das eine oder andere etwas kantiger laufen. Aber es ist eine ideale Reisezeit und ich glaube, Ossi, das war nicht das letzte Mal, dass wir das gemacht haben, oder? Nein, das glaube ich auch nicht. Also. Zumal wir sind ja durch Frankreich ziemlich schnell durchgegangen, Ja. weil wir eben, ach, ihr wisst ja, Rentner, die haben ja nie Zeit. Und so musste mir jetzt halt auch leider wieder heim, weil wir einfach einen Termin haben oder Termine haben. Und wir haben uns das eigentlich ein bisschen mehr an uns verschätzt, glaube ich, mit dem Heimfahrer, weil wir sind eigentlich ziemlich schnell jetzt durch Frankreich durch. Ja, es ist ja so, die Heimfahrt, wir sind über die Pyrenäen heimgefahren, mautfrei, und da haben wir eine Nebenstraße entdeckt, also eine Nebenstraße eigentlich eher, ja. Und die hat uns Pass über 1800 Meter geführt, durch Schnee Durch durch. Schnee. Und der war so schön zu fahren, also da konnte man gar nicht schnell durchfahren, da muss man einfach gemütlich durchfahren, halten und ein Bild machen. Und das haben wir auch genossen. Also wir haben uns Ja. schon, nur ab Toulouse haben wir gewusst, also jetzt sind es Es nur 1300 Kilometer und jetzt sollte man eigentlich ein bisschen Gas geben. Ja. Und da ist dann schon ein bisschen, nicht stressig, nicht Nein, geworden, nicht stressig, aber wir man sind dann hat schon mir bis abends gefahren, ja. ja, wir sind halt den ganzen Tag gefahren, weil eben Autobahn vermeiden. Also wir sind schon den ganzen Tag mehr oder weniger gefahren, nur mit kurzen Pausen, Orangenpausen. Ja, und das war, wir wären sehr gerne noch ein paar Tage länger jetzt durch Ja, Frankreich. Also das war einfach zu schnell. wir haben eigentlich gesagt, wir schauen uns noch Lourdes an und dann eventuell noch Bordeaux, die Sanddünen. Aber wir haben einfach dann jetzt heim sollen, weil da noch ein Termin angestanden hat und den man natürlich verschieben kann. Aber so ist es jetzt eben gewesen. Es ist okay, wir waren 7 Wochen unterwegs Ja. und es waren 7 sehr schöne Wochen, die uns in Erinnerung bleiben werden und die wir in ähnlicher Form mit anderen Zielen wiederholen wollen. Auf jeden Fall, klar. Portugal ruft noch. Ja, wir wollten ja eigentlich auch noch nach Portugal. Ich meine, da waren wir sehr blauäugig, weil wir haben gedacht, das schaffen wir. Hätten wir auch, aber wir sind an mancher Stelle Sind oder wir an vorbei? Orte sind wir einfach länger gestanden als geplant, weil Ja. es uns einfach gefallen hat, weil wir uns ja auch erholen wollten. Und dadurch ist jetzt natürlich Portugal ganz unter den Tisch gefallen. Aber das kommt noch, machen wir auf jeden Fall. Sevilla haben wir uns gar nichts angeschaut, da sind wir einfach nur durchgefahren, Ja, haben wir überhaupt. irgendwie kein Interesse mehr Nee, gehabt. auch überhaupt ganz große Städte, die reizen mich jetzt ja gar nicht. Die kleineren Orte sind eigentlich viel, viel gemütlicher, viel Ja, schöner. dafür waren wir noch in Salamanca und in Merida. Merida. Da kommt jetzt dann demnächst noch ein Video, das Material haben wir, das tun wir noch aufbereiten. Und dann haben wir noch Material Chibiosa. von Cipiona. Chibiona. Also Ja, es kommen das eigentlich noch zwei zwei Videos Videos. kommen noch vom Urlaub. Cipiona, da waren wir an einem wunderschönen Stellplatz gestanden, der ziemlich neu eröffnet hatte. Und den können wir euch auch empfehlen und im Video vorstellen. Der ist auch von Sommer was direkt am Atlantik. Und da haben wir auch gut gegessen. Nicht am Stellplatz, aber in der Ortschaft in Cipiona. Die Ossi hat dann endlich Paella kriegt. Ja, war gar nicht so einfach. Ja. Ja, alles in allem, würde ich sagen, das war eine schöne Reise und wir freuen uns für die vielen Leute, die uns geschrieben haben, die uns begleitet haben. Also ihr, dass ihr uns begleitet habt und uns da so zahlreich dann daran teilgenommen hat, das hat uns schon gefallen. Wir zeigen jetzt noch zwei Videos davon und dann machen wir noch das übers freistehendes Video. Und das war's dann erstmal. Das Jahr fängt ja jetzt erst an und die Reisen gehen auch los. Ja, okay, wir wollen schon noch ein bisschen
Weiterreise, ist Ja, ganz ja. klar. Wir haben einige Pläne, aber das tun wir jetzt erst einmal ein bisschen reifen lassen und dann geben wir das rechtzeitig zur Kenntnis, wenn es wieder losgeht. Ja. Insoweit vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten rein in den Kommentaren. Wir bemühen uns, alles zu beantworten. Und ansonsten bleibt uns treu. Wir sind bald wieder unterwegs. Gell, Ossi? Ja, müssen halt noch ein paar Sachen abarbeiten. Ja, das machen wir. Machen wir zielstrebig und dann geht's wieder los. Also. Also, dann mach jetzt gut, bis zum nächsten Mal, gell? Also, tschüss! Ciao.